Hier in Rot ist noch eins der Probleme angedeutet, was auftreten kann, wenn wir jetzt versuchen, so eine Umkehrfunktion zu finden. Und zwar war das das Problem, dass wir also auf einer y-Achse starten und dann den Funktionsgraph gar nicht treffen. Und das ist das, was auftreten kann, wenn die Funktion nicht surjektiv ist. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen genauer sein, was wir damit meinen. Sagen wir mal, unsere Funktion hier, vielleicht ist die für die positiven reellen Zahlen definiert und bildet irgendwie in die reellen Zahlen ab. Und jetzt kommt eben nicht jede reelle Zahl als Funktionswert vor. Zum Beispiel die Zahl hier unten, die kam eben nicht vor. Jetzt können wir das relativ einfach beheben, indem wir sagen, wir schreiben halt hier rechts hin, nicht hin, dass die in die reellen Zahlen abbildet, sondern wir sagen, das ist eine Funktion, die bildet ab auf die Zahlen, ja, hier in diesem Bereich, den ich jetzt hier orange markiere. Also wie auch immer der jetzt genau aussieht, dieser Bereich. Wir schreiben einfach hier auf rechts vom Pfeil die Zahlen hin, die auch wirklich als Funktionswert vorkommen, also das Bild der Funktion. Und damit ist das Ding jetzt surjektiv. Jetzt kommt alles, was rechts vom Pfeil steht, auch irgendwann mal als Funktionswert vor. Und diese Funktion, die hat immer noch die gleiche Abbildungsvorschrift wie die Funktion, die wir ursprünglich hingeschrieben haben. Und damit haben wir also dann dieses Problem relativ einfach gelöst.